Ja, ich möchte mal sehr herzlich gratulieren dem MCI und der Firma HoloLite, den jungen Leuten, dass sie diese große Auszeichnung in Berlin erhalten haben. Und da kann man schon stolz sein, dass wir so gescheite Leute haben, die neue Innovationen andenken, das umsetzen. Und ich glaube, dass wir mit so einem Produkt auch gerade in der Welt der Digitalisierung eine riesige Chance haben. Mir war es wichtig, einfach diese jungen Leute zu empfangen, sie zu ermuntern, weiterzumachen. Aber da sieht man schon, was durch eine gute Ausbildung, wo innovative Köpfe zusammenarbeiten, alles möglich ist. Also herzliche Gratulation. Meine Idee war ganz einfach. Der Mensch hat immer schon im zweidimensionalen Bereich mit einem einfachen Zeigegerät gezeichnet, gemalt. Da Vinci hat sehr große Errungenschaften mit einem sehr einfachen Gerät erschaffen und dokumentiert. Und wir haben jetzt dieses zweidimensionale Eingabegerät einfach in den dreidimensionalen Bereich übergeführt. Es werden immer mehr sogenannte Head-Mounted Displays kommen, wo man auf virtuellen Welten sich bewegt. Und es wird sich auch der Arbeitsplatz zu Hause verändern, wo man dann mit diesem Eingabegerät, das plattformübergreifend ist, dann mit jedem Gerät interagieren kann. Das Land Tirol hat wahnsinnig tolle Möglichkeiten, solche Innovationen, die wir hier getätigt haben, zu fördern, zu unterstützen. Die haben wir auch aufgegriffen und gemeinsam mit jungen, motivierten Leuten haben wir es geschafft, hier etwas in die Welt zu setzen, wo wir mittlerweile sagen müssen, wir sind zum Teil der Anwendung fast schon noch ein bisschen voraus. Viele große Unternehmen, die haben Hunger, die kleinen, die suchen noch die Anwendung, aber die großen, die blicken schon einen Schritt voraus und sehen hier absolut Riesenpotenzial. Mittlerweile haben wir Anfragen unter anderem auch von der NASA bekommen, das uns natürlich hier im Tirol furchtbar stolz macht, dass selbst wir hier für großes Aufsehen sorgen können.